Hier sind wir in meinem Wannabe-Studio. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück und schön, dass ich wieder da bin. Schön, dass wir wieder da sind. Es ist auch furchtbar kalt. Wir haben mitten im Winter. Ihr wollt sicherlich wissen, wo ich oder wir die ganze Zeit gesteckt haben. Das kann ich sehr gut verstehen. Wir sind hier in der Willy-Melchers-Straße bei uns. Wir haben uns vergrößert und wir haben uns weiterentwickelt, würde ich sagen. Aber ohne viel zu erzählen, ich nehme euch einfach mit rein. Zeige ich euch einfach, was wir gemacht haben. Wie findet ihr übrigens die Farbe der Fenster? Auf die Idee bin ich selber gekommen. Ich finde, es ist bunt. Also wenn man drin sitzt, sieht es ein bisschen LSD-mäßig aus. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es aussieht, wenn man LSD nimmt. Aber so stelle ich es mir ungefähr vor. Es ist bunt. Komm, wir gehen rein. Hallo und good morning. Schön, dass wir da sind. Ich wollte den Leuten einmal zeigen, wie es hier aussieht bei uns. Ist das in Ordnung? Fühl dich frei. Das habt ihr gehört. Ich fühle mich frei. Guck mal, da ist der Fußball-Dings. Ein Geburtstagsgeschenk hier. Ich weiß mal, ein bisschen Werbung für Fußballvereine machen. Der ist von FC Holstein Kiel. Da haben die alle unterschrieben. Guck, und da ist der Christoph. Weiß nicht, ob man den noch sehen kann. Da ist bestimmt schon. Ach, da ist er weg. Da bin ich. Ha. Darf ich dich vorstellen oder ist das unangenehm? Also die Annika und die Elisa. Die Elisa ist hier hinten im Büro. Also die beiden schmeißen hier quasi den ganzen Laden. Ich bin der Typ, der hier einfach zwischendurch rumrennt und für Verwirrung sorgt. Kann ich das so sagen? Das trifft zu. Und ich habe Brötchen geschmiert heute Morgen. Also ich zeige euch unsere kleine Miniküche, wenn ihr sie sehen wollt, wenn ihr noch Bock auf ein Brötchen habt. Es gibt Marmelade und Avocado. Also hier ist so das ganze Office groß. Hier arbeiten quasi hauptsächlich Elisa und Anni. Da ist richtig Rambazamba. Ist tatsächlich crazy, aber ich zeige euch einmal unsere, ich weiß nicht, ob man Toiletten zeigt, aber wir haben einen richtigen Papageiraum hier. Wie gesagt, das mit dem LSD setzt sich fort hier von Raum zu Raum. Ich weiß gar nicht warum, aber wir haben irgendwie 4 Toiletten hier auf dieser Etage. Das sind alles hier schwarzen Räume. Wir wollen ja auch, dass die Leute sich wohlfühlen. Apropos wohlfühlen, ich zeige euch direkt mal unseren Schulungsraum. Es ist sehr hell in unserem Schulungsraum. Tada, kommt ruhig rein. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber ich mag gerne bunte Sachen. Mein Opa hatte damals Spielautomaten und da habe ich gedacht, das ist ja cool. Also ich mag das einfach und ich dachte so, wenn Fahrschüler dann in der Pause mal Bock haben zu spielen, dann können die ja auch ein bisschen Flipper spielen oder kickern oder, ja gut, Harley fahren ist jetzt schlecht im Raum. Ja, also das ist unser Schulungsraum. Kann man da so ein Mini-Porn draus machen? Ach so, ich zeige euch einfach unseren Schulungsraum. Zieht euch rein. Willkommen zurück. So sieht das hier quasi von der Bühne aus, dass ihr das mal seht. Es ist nicht, glaube ich, wie soll ich das formulieren, alltäglich in Deutschland, dass man Unterricht von der Bühne macht in Fahrschulen. Aber es ist ein relativ großer Raum. Wir haben hier eine Genehmigung für über 60 Leute. Das ist sehr viel. Fahrlehrer unter euch, die wissen, dass das viel ist. Gestern ist mir mein Headset quasi ausgefallen. Deswegen kann ich hier. Hallo, ladies and gentlemen, let's go. Ready to rumble. Okay, let's go. Machen wir quasi Unterricht mit Mikrofon. Einfach damit mich auch die Leute in der letzten Reihe noch gut hören können. Jetzt ist keiner hier. Ich komme ja auch ziemlich Banane vor, während ich hier rede und keiner da. Ah, ihr seid ja da. Ja, dann haben wir hier so eine schöne, wie soll ich das nennen, Visualisierungsmöglichkeit. Da kann man dann, also ihr wisst Bescheid, man kann einfach malen. Ich male gerne. Auch so, dass man aus der letzten Reihe erkennen kann, was hier los ist. Unterricht machen wir quasi über das ganz große Ding. Und die erste Reihe ist eigentlich am bequemsten. Ne? Ich lege das Mikro mal wieder weg. Ich habe ja 2. Und da haben wir so schöne Couchen. Vielleicht eine kleine Sache zu mir. Also ich bin ja Fahrlehrer und ich habe auch alle Führerscheine. Aber ich glaube, vom Kopf her nicht unbedingt geeignet, Motorrad zu fahren. Also ich kann mich nicht zurückhalten. Also ich verstehe nicht, warum man Motorräder baut mit 150 PS und dann in der Stadt damit fährt. Das verstehe ich nicht. Ich kann das auch nicht. Ich habe es ein paar Mal versucht, um genau zu sein, 3-mal. Es geht nie gut. Ich zeige euch Christophs Motorradraum, dann schließt sich der Kreis. Ich habe mir so ein Elektromoped geholt und habe gedacht, na, ich probiere es mit einem Elektromoped. Das könnte ja vielleicht, vielleicht klappen. Ja, dann habe ich mich auch bei der ersten Ausfahrt mit diesem Elektromoped überschlagen. Zum Glück sind es nur Sollbruchstellen, das steht übrigens hier drin. Das ist Christophs Motorradraum. Komm, da machen wir auch eine kleine Vorstellungsrunde ein. Dann hast du den auch. Willkommen zurück. Also hier ist das Motorrad, von dem ich gesprochen habe. Ich habe mich halt damit überschlagen, deswegen sind auch keine Spiegel mehr dran. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein E-Motorrad gefahren ist, aber es ist krass. Also das beschleunigt sehr stark. Hier haben wir Spinte für die Motorradleute, dass die sich in Ruhe umziehen können. Da sind die ganzen Aufgaben nochmal in der Prüfung.
ganz cool dargestellt. Da wir jetzt gerade aktuell auch in der Kurswoche sind und in der Kurswoche gibt es verdammt viel Capri-Sonne. Hier unten auf dem Fußboden steht unsere Reserve. Und wenn ihr dann noch wollt, zeige ich euch auch mein Studio. Wollt ihr es sehen? Dann komm. Wir können natürlich auch eine Runde flippern, wenn ihr wollt. Das liegt jetzt an euch. So. Evo Alat. Hier sind wir in meinem Wannabe-Studio. Wir sind noch nicht ganz fertig. Deswegen müssen wir auch schauen, dass wir vielleicht nur die schönen Ecken filmen, nicht die, wo das Gerümpel steht. Hier machen wir dann so Interviews und so einen Podcast. Da steht auch noch ein Flipper drin. Macht Spaß. An der Highscore kann man erkennen. Oh, wer ist eigentlich dieser Rock? Nee, das Rock ist falsch. Naja, anyway. Auf jeden Fall ist das hier quasi das Studio, aus dem wir dann jetzt für euch wieder Content produzieren. Ja. Hier haben wir noch einen Fahrsimulator. Das heißt, im Moment ist es so, dass die Fahrschüler, die auf einem Simulator fahren, quasi von vorne vom Büro betreut werden und dann hier ins Studio gehen und sich da auf den Simulator setzen und dann eine Runde drehen, um sich quasi auf die Fahrstunden vorzubereiten. Mein Schreibtisch ist hier. Eine Lampe steht schon mal da. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu hell jetzt. Aber das wird der Schreibtisch sein, von dem aus wir dann hier streamen können und den ganzen Kram machen, der für euch dann online produziert wird. Hier habe ich auch so eine schöne Rückwand. Habt ihr die gesehen? Selber gebastelt. Ja. Wow. Wow. Hat sich damals doch gelohnt, Realschule abzubrechen. Ja. Also das ist das Studio quasi, aus dem raus wir dann in Zukunft für euch produzieren werden. Wie man an diesem Schlagzeug erkennt, habe ich auch eine musikalische Vergangenheit. Ich will jetzt nicht die Gitarre anmachen, sonst kriege ich nachher Ärger, weil vorne im Büro sind Leute und das ist ein bisschen laut. Ich weiß gar nicht, interessiert euch auch musikalischer Content? Dann könnt ihr es gerne reinschreiben. Für die, die es nicht wissen, ich glaube 2007 war ich mit meiner Band auf den Ballermann-Hits. Und mein größter Hit war "Wenn ich voll bin, bist du schön". Wenn ich voll bin, bist du schön, so schön. Auch das ist quasi Teil von diesem Studio, das ist hier integriert und wird mit Sicherheit in Zukunft dann auch mal zu sehen sein. Ansonsten haben wir, glaube ich, noch einen kleinen Meetingraum, den habe ich vergessen. Der ist so für Mini-Meetings. Ich mach mal Licht an. Es ist auch ziemlich kalt hier drin eigentlich. Quasi, wenn wir so ganz kleine Besprechungen haben, die privat sein sollen, wo einfach vorne die Kunden oder so, was Kunden nicht interessiert, was für die langweilig ist. Das machen wir hier hinten, da haben wir unsere Ruhe. Da können wir uns dann zurückziehen und Sachen besprechen. Ja, das haben wir quasi in der Vergangenheit gemacht. Also, wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Arbeit reingesteckt, damit es so aussieht, wie es jetzt aussieht. Ihr könnt euch darauf freuen, dass es in Zukunft wieder losgeht. Ja, alles klar. Bis dahin. Euch lieb. Tschüss.